Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute geht es um meinen Lesemonat für den Monat Juni. Und so habe ich in dem Monat 15 Bücher gelesen und welche das sind, das zeige ich euch jetzt. Also vorab habe ich niemals erwartet, dass ich so viele Bücher im Juni lese. Juni war eigentlich immer so ein sehr heißer Monat, die letzten Jahre eigentlich. Aber dieses Jahr, muss ich sagen, bis jetzt auf den Schluss war es eigentlich solide. Also angefangen hat es ja mit sehr viel Regen, was ich mich noch gut erinnern kann. Und es war halt auch öfters, ja, jetzt wirklich nicht so krass, wo ich sage, oh mein Gott, das ist ja schlimm. Und wir haben immer versucht, so früh es geht, abzudichten, so dass wir so halb, also bis 11 circa Balkon offen hatten und dann alles zugemacht haben, und dann war das halt auch im Wohnzimmer und so eigentlich kühler. Wir hatten da die ersten Tage sogar geschafft, bis 26 Grad zu haben und danach leider halt nicht mehr so ganz. Naja, ist jetzt nicht so schlimm. Ich habe mir gedacht, ich werde sowieso meiste Zeit nur Hörbücher hören, und das habe ich auch zum großen Punkt auch so gemacht. Dann waren wir jetzt am Schluss des Monats noch in der Therme für 3 Tage, und ich habe natürlich mein Pocketbook mitgenommen, also mein E-Book-Reader, und habe da unzählige Bücher drauf, teilweise, ich habe auch Online und so, und kann dann auch jederzeit mir was holen, wenn ich Bock drauf habe und es ist gerade verfügbar oder so. Ja, was habe ich dann also gemacht? Ich habe echt nicht erwartet, dass ich wirklich lesen werde. Ich bin eine kleine Wasserratte. Normalerweise, wenn wir in der Therme sind und dann nach dem Frühstück naja, in Richtung Wasser uns begeben, bin ich meiste Zeit so bis kurz vorm Schluss eigentlich nur im Wasser. Also mich kriegt man nicht aus dem Wasser. Und ich habe mir gedacht, das wird das Gleiche so sein. Und ja, aber wir haben uns eigentlich, unser größtes Ziel war es, braun zu werden, ein bisschen Farbe zu bekommen, aber kontrolliert Farbe zu bekommen, so, weil ich habe ja auch Sonnenallergie und kann eigentlich überhaupt nicht lange in der Sonne bleiben. Ich muss mich wirklich ständig eincremen, und das habe ich dann auch gemacht. Ich habe mich wirklich sehr oft eingecremt. Ich bin nicht rot geworden, ich habe keinen Sonnenbrand bekommen. Das war wirklich echt gut, und dementsprechend sind wir meistens immer so in der Früh halt um 11 Uhr dann am See gewesen. Dann haben wir bis 1 Uhr, circa 2 vielleicht mal, uns so gesonnt, und in der Zeit habe ich dann wirklich nur gelesen, und ich habe das so vermisst, teilweise einfach nur mal zu lesen und nicht immer nur zu hören. Und ja, weil es halt, wenn es heiß war, habe ich keinen Bock, ein Buch zur Hand nehmen, ob es jetzt E-Book-Reader oder ein echtes Buch war. Ja, es ist halt einfacher als Stöpsel rein, und dann kann man Sachen machen, was man will, und sowas halt. Und ja, dann habe ich die Liebe wiedergefunden dafür, so ein bisschen in meinem Urlaub, und habe das dann auch sehr gut beibehalten. Also wir haben jetzt den 6. Juli, glaube ich, und jeden Abend, und auch wenn Fußball läuft zum Beispiel, schaue ich immer so nebenbei, wir haben es aufgedreht, und ich lese in der Zeit. Klar schaue ich dann öfters auf den Bildschirm, aber das ist, ja, ich komme wirklich sehr gut voran, und das freut mich wirklich sehr. Genau, aber heute ja, geht es natürlich auch noch um die Bücher, die ich gelesen habe. Also wie vorhin erwähnt, sind das 15 Stück gewesen, laut Reado App, bin nicht gesponsert oder so, es ist alles, ja, zur freien Entnahme so. Ich habe Seiten gelesen, 7167. Ja, ich kann mich nicht beklagen, es ist ein sehr guter Durchschnitt. Mein letzter Monat war auch 15 Bücher, und das ist halt, ja, was soll ich sagen, ich habe einen großen Sub, ich habe auch das Bedürfnis, ihn wirklich radikal abzubauen, dass ich, also wenn es nur 100 werden, ja, ist es super, aber ich habe 516 ungelesene Bücher jetzt da, und ich habe aussortiert, aber ich sortiere meistens nur aus die Bücher, die ich gelesen habe, und jetzt habe ich sogar auch schon angefangen, Bücher auszusortieren, die ich nicht gelesen habe oder die ich wahrscheinlich nicht lesen werde oder so. Ja, das tut auch ganz gut, dass sie wegkommen. Ich habe auch meinen Hintergrund so ein bisschen geändert hier, wie man so schön erkennen kann, oder? Kann man das erkennen? Ja, also eigentlich hier gefällt es mir am besten. Vielleicht tue ich da einfach die Kamera ein bisschen weiter höher, damit man das auch besser sehen kann. Jo, was soll ich sonst noch sagen? Ich glaube, das war's. Ich glaube, wir fangen jetzt diesmal, also wir fangen jetzt wirklich an. Auch wie immer chronologisch, dank der App funktioniert es ja wunderbar, welche Bücher man abgeschlossen hat. Ich habe beendet. Ich habe ja einen 24-Stunden-Marathon gestartet, direkt am 1. Juni. Ich war so gehypt drauf und leider verlief er ja nicht so gut. Ich meine, ich habe die 24 Stunden trotzdem beendet, aber es waren jetzt mehrere Tage aufeinander, also eigentlich könnte man das nicht werten. Und ich habe öfters schon mal sowas angefangen und ich habe mir jetzt gesagt, so nein, du lädst es hoch, es hat ja trotzdem Spaß gemacht und ja. Und dann habe ich es hochgeladen. Das erste Buch, das ich in diesem Marathon beendet habe, ist Bad Summer People. Das ist eigentlich ein Thriller um ein paar Familien. Ja, es geht hier um, ja, also um Familien, die jedes Jahr an einem reichen Ort Urlaub machen. Also wirklich den ganzen Sommer über. Und also die Protagonisten sind sehr verschieden. Wir haben einmal den Tennislehrer, der neu eingestellt ist, der hot und sexy ist und die anderen vergebenen Frauen stehen irgendwie alle auf ihn. Dann haben wir eine zweifache Mutter und ihr Mann wird in der Arbeit bezichtigt zu sexueller Belästigung gegenüber einer Kollegin. Und sie selber hat auch Dreck am Stecken und ja, plötzlich eines Tages, kurz bevor der Sommer endet, taucht eine Leiche auf, nachdem es einen Sturm gab und und welche Leiche das ist und wie es dazu kommt und was die mit zu tun haben, die Protagonisten, das müsst ihr selber lesen. Ich habe dem Ganzen, was habe ich denn gegeben? 4 Sterne, genau das. Es war nett zu unterhalten, also es ist auch dieses, man ist reich und so weiter und immer betrügt der eine den anderen und die andere Part bleibt mit dem noch zusammen, weil es halt leichter ist und ja, ich frage mich immer wieder so, muss man, wenn man, sobald man reich ist und keine Ahnung was hat, den Partner dann auch sofort betrügen oder so. Ich weiß nicht, das sind so Sachen, die ich einfach nicht nachvollziehen kann, aber von der Spannung her war das schon da. Wer die Leiche ist, habe ich es rausgefunden. Das Buch wurde immer wieder versucht zu drehen, auch so, also so zu drehen, so wie, nein, das ist noch nicht das Ende und da kommt noch was, so dass die Leute dann sagen so, oh mein Gott, darauf wäre ich nicht gekommen, aber ich bin drauf gekommen, ist jetzt nichts Schlimmes dabei, trotzdem hat es mir vom Spaßfaktor hat Spaß gemacht, das ist halt wirklich so High Society mit Eheleben und Drama und ja, war okay, aber ist jetzt kein Highlight gewesen. Was definitiv auch kein Highlight ist und ich die Reihe für mich auch abgebrochen habe, ist When the King Falls. Auch dieses Buch habe ich in meiner 24-Stunden-Marathon gelesen. Ja, was soll ich sagen? Wir spielen London in der Gegenwart, Vampire herrschen über alle und unsere Florence ist eine junge Rebellin, die mit dem König verheiratet werden soll und ja, sie müssen aber töten, um der Rebellion zu helfen und irgendwann mal verliebt sie sich in ihn. Das steht so ungefähr, ja. Es sei denn, ihr eigenes Herz verrät sie. Was soll ich sagen, Worldbuilding ist hier vielleicht 2%. Ich habe auch nicht verstanden. Immer wieder sagt Florence hier, ja, die versklaven uns und die sind ja so schlimm, die Vampire. Aber es wurde nie erwähnt, wie tun sie einen versklaven? Was genau passiert denn mit den Menschen? Warum ist es so schlimm für euch? Es wurde hier einfach davon nicht erläutert. Die Beziehung zwischen den beiden war putzig, war in Ordnung. Deswegen hat es auch von mir auch 3 Sterne bekommen. Ich habe mich jetzt wirklich, es hätte auch ein Mafia-Buch sein können, ohne dass er jetzt Fantasy sein sollte und nur, dass es ab und zu der paar Mal an ihr geknabbert hat, war auch das Ganze alles mit Vampiren so geklärt. Ich habe es mir blutrünstiger vorgestellt, mit einem krassen Worldbuilding und ja, aber hier geht es nicht so viel drum. Also ich habe trotzdem den Ganzen jetzt 3 Sterne gegeben. Das ist, was das halt betrifft, hätte es noch weniger verdient. Aber der Schreibstil war locker, war gut zu lesen. Es war jetzt auch nicht so kompliziert. Ich glaube, für Einsteiger vielleicht wirklich was gut. Aber ja, ich werde den zweiten Band jetzt nicht kaufen. Ich bin auch happy, dass ich das mir signieren lassen habe, aber nicht auf meinen Namen. Das Buch wird auf jeden Fall jetzt in meinem Anhaul landen, und wenn ihr das kaufen wollt, dann schaut bei meinem Anhaul vorbei, was wahrscheinlich auch bald kommen wird. Ja, was soll ich sagen? Ich habe dann einen Thriller gegriffen, Claire McIntosh. Irgendwie habe ich in meinem Juli-Leseliste gesagt, ich habe schon länger keine Thriller mehr gelesen, aber irgendwie habe ich anscheinend nur schlechte Thriller gelesen, weil an den konnte ich mich jetzt gar nicht mehr erinnern. Ich habe dem Ganzen jetzt auch 3 Sterne gegeben, auch gut gemeinte 3 Sterne. Ich habe ja von Claire McIntosh 2 Bücher schon gelesen. Das eine war ein Flop, das andere war ein Highlight, und das ist jetzt so ein mittelmäßiges, was eher zu floppy tendiert. Wir haben hier Caroline Jensen, die sich das Leben genommen hat, genauso wie ihr Mann wenige Monate zuvor. Anna leidet sehr schwer darunter, hat sich einen Therapeuten, also Hilfe gesucht bei einem Therapeuten, und ja, danach hat sie den Therapeuten geheiratet, hat eine Tochter, und normal sind sie gar nicht lang zusammen, also nach den ersten Techtelmechtel ist sie schon schwanger geworden. Was in Ordnung ist, kann sein, kann passieren, ist jetzt nicht der Faktor hier, der mich gestört hat. Gestört hat es mich, weil das halt einfach so, es ist so oft hin und her gesprungen. Es konnte mich einfach nicht packen. Ich wusste schon, was, also nachdem sie bekommt Briefe, wo es heißt, dass ihre Mutter auf jeden Fall nicht Selbstmord begangen hat und ihr Vater auch nicht, denn ihr Leben war doch so perfekt und die waren doch so gut miteinander und so weiter, und sie forscht dann halt nach und findet halt heraus, dass ihre Eltern doch keine gute Beziehung miteinander hatten, und ja, dann gab es halt so ein paar Twist, auf die ich schon gekommen bin, wo ich mir schon dachte, so okay, das Buch kann ja nur so ausgelegt werden, und dann war es das auch so. Es ist halt, ich weiß nicht, es hat mich einfach nicht gepackt, und manchmal ist es halt so, und in dem Fall war es auch so. Der Schreibstil war aber ganz gut, man kommt auch schnell durch. Es sind halt super viele Seiten, also wir sind bei 400 Seiten, die Schrift ist halt sehr klein, was auch noch gut war, sind die kurzen Kapitel teilweise, aber oft springt man halt auch viel zu viel hinterher, und das hat mir dann wiederum nicht so gut gefallen. Was mir auf jeden Fall sehr gut gefallen hat, ist Divine Rivals, für mich Highlight und also ein Jahreshighlight gewesen. Ich mochte das so gerne. Es ist ein ruhiger Schreibstil. Ich habe mittlerweile auch die vorherige Reihe von ihr, den ersten Band, auch gelesen. Früher hieß er Die 5 Gaben. Das wurde ja neu aufgelegt. Ja, wir haben hier 2 Protagonisten. Die beiden ja, sind halt unterschiedlich wie Tag und Nacht, und sie sind aber miteinander verbunden durch 2 göttliche Schreibmaschinen. Es baut sich halt wirklich sehr langsam halt alles auf. Aber wir sind halt in einem Krieg, und man liest auch einiges davon. Aber das ist nicht der Hauptfokus und auch nicht die 2 Protagonistinnen. Doch, wobei, doch mehr, die 2 Protagonistin ist mehr der Fokus. Und deswegen ist es halt eine leichte, also wirklich leichte Fantasy mit Gefühlen von den Weltkriegen, wie man es vielleicht von den Großeltern noch kennt oder Urgroßeltern. Ja, ich habe mitgefiebert, es war wirklich echt schlimm. Iris hat so viel erlebt, und das in so jungen Jahren, und also wirklich, also Alter. Und auch diese Rivalität zwischen ihr und Ruth, also Ruth, ich glaube schon, konnte ich fühlen, konnte ich verstehen, und wie sie dann näher zusammengekommen sind. Also Bombe, also der Schreibstil war gut, die Geschichte war gut, es war halt leicht, es hat mit einem Cliffhanger geendet, der das spannend macht, weiter zu lesen, und ich kann wirklich nur Gutes über das Buch reden, und ich bin echt froh, dass ich unbeschwert den zweiten Teil gekauft habe. Oh gut, ich habe den Band ja schon vorher gelesen, so dass ich da keine Probleme hatte, den zweiten Teil zu kaufen. Und ja, ich bin mega happy. Falls ihr es noch nicht kennt, schaut euch das Buch vielleicht an, mal Leseprobe oder reinhören oder irgendwie sowas, weil es ist sowohl als auch für viel Fantasy-Leser als auch die weniger lesen. Wenn du aber auf sehr viel Spannung stehst, dann wirst du vielleicht hier ein bisschen enttäuscht werden, weil es hier nicht so viel krasse Spannung halt gibt, aber trotzdem sehr viele Sachen passieren, die spannend sind. Ein weiterer Thriller, den ich gelesen habe, Girl in the Night, und ein weiterer 3-Sterne-Buch. Also ich habe wirklich, also für mich zählen 3 Sterne schon teilweise zu Flops. Ich bewerte wahrscheinlich viel zu gut wie manche andere. Ist es in Ordnung? Jeder macht das, wie es für sich am besten hält. Ja, ich mache das halt so. Hier geht es um einen Profi-Schwimmer, so, der anscheinend eine Studentin gewaltigt haben sollte. Und unsere Protagonistin ist Podcasterin, die eine True Crime Doku rausbringt und meistens immer nur mehrere Fälle auf einmal, und sie ist sehr berühmt geworden, weil sie einen ungelösten Fall selbst gelöst hat. Und ja, und dieses Mal steigert sie sich halt rein als ein der Podcast wird jetzt anders aufgelegt, dass es wirklich nur um einen Fall sich dreht, und zwar um diesen Profischwimmer, ob der wirklich das Mädchen vergewaltigt hat oder nicht. Und ja, vor 25 Jahren ist aber schon mal eine Frau tot aufgefunden worden, oder ein Mädchen eigentlich, die halt in der Nähe von der Protagonistin gelebt hat, und sie sich, glaube ich, kannten oder irgendwie so war das. Ja, also ich verstehe die Thematik mit den Vergewaltigen, und ja, aber irgendwie hat mich das, es hat mich auch nicht gepackt. Also ich fand es schon spannend, aber es war sehr langatmig, und ja, es war halt einfach zu alles auf die Nase gelegt, so ja, das war und so und dann ist das passiert. Also man hat dann nicht sehr mitgemacht, wie man meistens bei den Thrillern so ist, dass man einen Mörder oder vielleicht mal in Gefahr steckt oder irgendwie sowas. Es war halt wirklich sehr langatmig, sehr viel hat sich das im Podcast gedreht. Ja, dementsprechend habe ich das jetzt auch nicht gut für mich empfunden, leider. Und so ziehe ich dann auch aus. Als nächstes habe ich dann Korrupt in unserer Leserunde gelesen, teils gehört. Und was soll ich sagen? Ich habe dem Ganzen 4 Sterne gegeben. Das ist ein Dark Romance Buch. Wir haben hier die Devil's Night. So wird sie genannt. Das ist ein Tag, bevor Halloween ist. Und viele Schüler bauen eine Scheiße und haben so eine Art Freifahrtschein dafür. Sie haben zwar Masken, aber die meisten wissen das so, wer das ist, und sie sind halt in einer reichen Stadt, wo, ja, je mehr Einfluss du hast, desto weniger wirst du halt erwischt, und eines Tages werden aber ein paar Jungs erwischt, was sie halt in der Devil's Night angestellt haben, und gehen dafür ins Gefängnis. Und ja, irgendwann mal kommen sie raus und wollen an der Person, die das Ganze, die sie verpfiffen hat, und zwar Erika, Rache nehmen. Und der Hauptprotagonist in dem Band, um den es hier geht, weil es geht hier verschieden, jedes Buch hat so seinen Partner, also sein Pärchen, sage ich mal so. Und ja, der hat das auf sie abgesehen. Also er hat so Gefühle für sie, aber die kennen sich schon sehr lange durch ihre Familien. Und ja, was soll ich sagen? Ich fand es gut umgesetzt. Es hat wirklich Spaß gemacht. Es war Dark Romance, den ich nachvollziehen konnte. Ich weiß gar nicht, wieso es. Also 5 Sterne war es für mich noch nicht, weil ich mir mehr erwarte von Autoren. Das waren jetzt nicht so meine liebsten Protagonisten, sage ich mal. Ich freue mich sehr auf den 3. Band. Da geht es um jemanden, der wirklich badass ist. Und bei dem Typen hier war das eher so, er hat mehr so getan, als wäre er badass, als er das wirklich war. Und einerseits finde ich das auch gut so, weil wenn er wirklich nur Scheiße gemacht hätte oder wirklich sehr schlimm drauf wäre, dann hätte ich wahrscheinlich gar nicht so gemocht, also überhaupt nicht gemocht, und mir dachte, würde mir denken, so, wie kannst du mit so einem überhaupt zusammen sein? Aber ich konnte es nachvollziehen. Ich mochte Erika wirklich sehr gerne eigentlich. Sie war nicht quengelig, sie hat versucht, ihr Leben auf die Reihe zu bekommen, und all das, was sie auch von den Typen jetzt alles erlebt hat, fand ich wirklich gut umgesetzt. Ja, es ist halt Dark Romance, und natürlich ist da Gefahr hier drin eingebaut, die vielleicht so ein bisschen too much ist für den einen oder anderen, aber das hat so Dark Romance in sich, finde ich, oder an sich, und dementsprechend fand ich das nicht so schlimm. Ich freue mich sehr auf jeden Fall auf die nächsten Folgebände und werde auf jeden Fall weiterlesen in der Reihe. Dann habe ich mit der lieben Marie Salon de Livre gelesen, Earth Ending von Elise Kova. Das ist Solaris, der dritte Band. Genau, letztes Mal habe ich mich ein paar Mal versprochen und habe gesagt vierter, aber es ist der dritte Band. Den vierten wollen wir ja im Juli, vielleicht August noch lesen. Schauen wir mal. Genau. Ich habe dem Ganzen jetzt 4 Sterne gegeben. Der Band hat wirklich dort angefangen, wo der zweite aufgehört hat. Der zweite hat ja mit einem sehr krassen Cliffhanger aufgehört, und ich war sehr gespannt, wie es dem dritten gehen wird. Es hat sehr ruhig angefangen. Wir haben auch wieder unsere Protagonistin Walla, die wieder nach einem Schicksalsschlag wieder heilen musste, wieder mit sich klarkommen musste, und das fand ich gut umgesetzt. Aber es waren hier so viele Passagen, die sehr langatmig waren, die schon zu ruhig waren. Die Beziehung zwischen dem Prinzen, ich weiß es nicht, jedes Mal, wenn von ihnen was geschrieben wird, obwohl sie sich immer mit jedem Band immer näher kommen, denke ich mir immer wieder, der wird sie noch verarschen, das kriege ich nicht so im Kopf. So, ich denke mir jedes Mal so, nein, wir werden einen anderen Liebhaber bekommen, Liebhaber, Boyfriend, was auch immer, haben als den, der jetzt da ist, und irgendwie passiert das nicht. Also langsam muss ich mich mal anfreunden, dass die beiden wahrscheinlich wirklich zusammenkommen oder bleiben oder was auch immer. Ja, aber deswegen gibt es nur 4 Sterne, weil ich fand den Band wirklich ein bisschen langatmiger. Ich will auch nicht zu sehr spoilern. Walla ist die letzte Windläuferin seit 150 Jahren. Im ersten Band haben wir so mehr eine Einleitung, weil sie ihre Fähigkeiten erst einmal lernen und beherrschen muss und überhaupt mal rausfindet, dass sie einer ist. Und mit jedem Band steigert sich das, die Gefahr und mit der Krieg. Und ja, wie gesagt, zweiter Band war für mich bis jetzt Highlight, habe es geliebt, habe es gefeiert. Der dritte ist immer noch bei 4 Sternen, also immer noch solides Buch, würde ich sagen, auf jeden Fall. Dann habe ich hier noch einen weiteren Thriller, den ich gelesen habe. Ich habe eh viel Thriller gelesen, naja. Perfect Girlfriend, du weißt, du liebst mich. Wir haben hier ein Pärchen, das sich nach sehr kurzer Zeit getrennt hat, aber sie haben sich auch sehr schnell irgendwie gefunden, also sie ist super schnell bei ihm eingezogen, und ja, dann wollte er sich von ihr trennen, und ich muss sagen, also Stalking von einer Frau und was da alles passiert ist, das war wirklich echt, also ich fand es wirklich spannend, wie krank man im Kopf sein muss. Ich fand das Ende auch mega gut, aber es war sehr langatmig. Wir haben so viel Alltag gehabt und auch so vieles, wo ich mir denke, so, okay, das ist jetzt für mich nicht realistisch genug, und einfach mal die Polizei rufen. Wie wäre es damit? Aber nein, sonst passiert ja irgendwas Schlimmes, und der hat dann wahrscheinlich ein rufschädigendes... Nee, das war für mich dann einfach schon too much, aber... Was mir gut gefallen hat, wie geisteskrank die Frau hier drin war. Also wirklich, was sie sich einfallen lassen hat, um den Typen bei sich zu behalten, das war schon genial. Also da, dementsprechend habe ich dem Ganzen 3,5 sogar Sterne gegeben, weil einfach nur der Punkt selber war genial. Aber das ist eigentlich nicht realistisch, und sehr viele Passagen einfach Alltag waren, war halt... wieder langweilig. Aber trotzdem, es hat wirklich Spaß gemacht, das Buch zu lesen. Nö, ich habe es gehört, egal. Dementsprechend, ja, ich will jetzt aussortieren, aber ich bin froh, dass ich es gehört oder gelesen, je nachdem, habe und ohne Also und danach erst jetzt aussortiere, weil sowas sollte man schon einmal gelesen haben. Also der Schluss vor allem. Leute, kein Happy End in Sicht. Dann habe ich The Lost Crown gelesen. Gesundheit. Beziehungsweise gehört. Das Buch ist gerade schon bei meinem Aussortierstapel. Ich bin jetzt zu faul zu holen, deswegen blende ich euch das jetzt hier am besten ein. Falls ihr euch das Buch interessiert, dann schaut auch da an meinem Anhaul vorbei. Also ich habe dem ganzen Buch, wie gesagt, 3 Sterne gegeben, weil ich das einfach so langatmig fand. Ich kann mich gar nicht mehr so erinnern. Ich weiß nur, es war langatmig. Wann habe ich denn das überhaupt? Schauen wir mal, ich habe es beendet. Buch angefangen, abgeschlossen am 13.06. Ja, ich habe es am 13.06. gelesen und beendet, und das ist für mich so irgendwie gefühlt in ein Ohr rein, in den anderen raus. Wir haben wieder also eine Fantasy-Welt und wieder 2 Parteien. Das Ganze ist wirklich so aufgebaut wie ihre anderen Teile. Es sind immer nur so ein paar Sachen, die sich ein bisschen ändern, weil ich habe ja auch eine andere Reihe von ihr angefangen gehabt. Das fand ich wiederum gut, aber das war wirklich so abgeschlossen. Ich finde halt, es hätte kein zweiter Band sein müssen. Das hätte auch alles wirklich in ein Band reingepasst, ohne dass es jetzt zu langatmig wird. Aber ja, also der Hauptkriteriumpunkt, ich konnte die Protagonistin nicht greifen, ich konnte nicht nachvollziehen, was und warum sie das gemacht hat. Ich konnte auch nicht verstehen, warum alles so langatmig und in die Länge gezogen ist, und nee. Ich habe das Ganze jetzt aussortiert. Ich habe jetzt alle Bücher von der Autorin aussortiert, weil ich habe noch eigentlich A Wish So Dark von ihr gehabt, aber ich habe mir gesagt, nee, will ich nicht lesen, mag ich nicht, sortiere ich aus. Und da wäre auch bei diesem Fall mit ich sortiere auch mal Bücher aus, die ich nicht gelesen habe. Oh, ich zeige euch gleich 2 Bücher. Ich habe das gelesen und ich hatte den 2. Band mir auch schon gekauft, weil eine Freundin von mir das Buch gelesen hat und gesagt hat, hey, das ist so gut, das hat dir so Spaß gemacht, und dann dachte ich mir, passt, ich werde es auch leben. Ja, das ist halt gebraucht gewesen bei Amazon Market Placements, und das ist neu sogar mit Signatur, Gott sei Dank nicht auf mein Namen so. Aber ich lese euch jetzt mal den Klappentext vor. Alles, was Mabel an der Universität Cambridge will, ist in Ruhe ihr Studium durchzuziehen. Doch als ihre beste Freundin Zoe in eine Kreise einer geheimen Verbindung rutscht, gerät Mabel Stabilität ins Wanken. Schon bald findet sie heraus, dass der Bund der Stare seit Jahrhunderten für eine Reihe seltsamer Ereignisse verantwortlich ist. Ehe Mabel sich versieht, befindet sie sich mittendrin und damit ganz nah am Cliff, dessen Ungründlichkeit sie sofort fasziniert. Doch je näher sie und seinen Freunden kommt, desto mehr bringt sie sich in Gefahr. Was glaubt ihr? Ist es Fantasy oder ist es kein Fantasy? Und ich war lange überlegen, wo ich mir dachte, so, was ist das denn jetzt? Ist es, komm, haut's jetzt endlich raus, beim Hälfte des Buches. Das war einfach so genervter Mist, sag ich mal, weil es sich immer wieder es hat sich die ganze Zeit gedreht, ja. Also, unsere Protagonistin ist super arm, ja. Hat das irgendwie in die Universität geschafft, man weiß nicht wie, später erfährt man das, das ist jetzt kein Cliffhanger oder irgendwie sowas, man erfährt, wieso sie da hingekommen ist. Dann lernt sie einen gut aussehenden, reichen Typen, und ja, also da haben wir schon mal das erste Klischee, was erfüllt wurde, was halt nicht schlimm ist. Sehr viele Bücher sind so. Was mir überhaupt nicht gefallen hat, ist, man geht 2 Schritte vorwärts und gefühlt 3 Schritte wieder zurück, und manchmal geht man nur 1 zurück oder 1 vor und geht wieder 3 zurück, also ständig dieses ganze hin und her. Und ich finde wirklich, dieses Buch, wenn es so geendet hätte, wie es jetzt geendet hätte, wäre es eigentlich gut gewesen, ja, weil das Ende ist zwar kein Happy End, der Freude, Friede, Eierkuchen ist, ja, aber ein Happy End, wo ich gesagt habe, was, diese Autorin hat sich mal getraut, sowas zu schreiben. Aber nein, es kommt ein 2. Band und es ist schon draußen. Und einfach nur, ganz ehrlich, das hätte nicht sein müssen. Das ist schon wieder dieses, ich muss jetzt einen 2. Band schreiben, weil ich, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Ich habe ich habe dir ja auch Rezensionen gemacht, oder? Was soll ich sagen? Also, ich finde halt, der Klappentext sagt so ein bisschen auch aus, so, hey, ich will hier so ein bisschen Thrill reinbauen. Aber nein, das ist kein Thrill. Das war einfach nur pure Langeweile, wo du jemanden um die Nase hin und her ziehst und einfach so sagt so, ja, es kommt bald raus, es kommt bald raus. Und nein, es kommt nicht raus. Nichts. Ich finde halt auch, zuerst war das Studium, was sehr weit, also wie soll ich sagen, sie war ja Musterschülerin, sie musste ja dort gute Noten schreiben. Dann auf einmal ist es so in die Weite gerückt mit, ja, ist doch eh egal. Und, aber du musst ja das machen, weil deine ganze Zukunft hilft davon ab, das ist ein Stipendium und so weiter. Also das sind so Sachen, also ich kann mich nur über dieses Buch meckern, weil ich das einfach wirklich nicht gut fand. So, also der Schreibstil war in Ordnung, das war wiederum jetzt nicht so schlimm, aber ja, Spannung war null, dass man auch nicht weiß, ist es jetzt endlich mal, weil Dark Academia kann auch alles sein, muss nicht unbedingt Fantasy sein, und ich finde, das hätten sie von Anfang an sagen können, es ist Fantasy, weil ja, ich will jetzt nicht mehr über das Buch reden, ganz ehrlich, ich bin fix und fertig, also jedes Mal habe ich mir gedacht, so komm, brichst es ab, und dann dachte ich mir so, nein, ich habe den ersten Band, ich habe den zweiten Band jetzt neu gekauft, ich muss es aber tun, und nachdem ich den ersten beendet habe, habe ich mir gesagt, passt, ich nehme das Ende auch an, ich brauche nicht wissen, wie es im zweiten endet, weil nee, dafür ist mir die Lesezeit einfach so schade gewesen, aber ich wollte das Buch trotzdem beenden, um zu wissen, was jetzt am Schluss passiert. Dann habe ich das Buch in der Therme beendet. Ich habe es schon zu Hause mal angefangen gehabt, und ja, hier, das soll ja eine Fanfiction von Taylor Swift sein. Ich habe keine Ahnung, wirklich, ich weiß nicht, mit wem sie da was haben sollte, oder wer sollte der Typ gewesen sein, wie wenn das Taylor war, so. Also wir haben hier die Protagonistin, boah, wie heißt sie, die Riley, genau, die über Nacht Superstar wird, und sie schreibt dann, also sie wird Superstar, so ein richtig krasser, weil sie die Breakup Tour schreibt, oder nee, Breakup Records heißt es ja. Ja, The Breakup Record Album rausbringt, indem sie 12 Lieder rausbringt, und jedes davon ist ein Ex von ihr. Und sie war auch verheiratet, und ja. Eines Tages geht sie dann zu Max, mit dem sie vor 10 Jahren zusammen war und wo er auch ein Part auf dem Album ist. Und gibt ihn halt, ja, sie möchte halt, dass sie ihn namentlich erwähnt, weil der berühmteste Song von ihrem Album spielt eigentlich von ihm und nicht von ihrem Ex-Mann, der glaubt, das zu tun. Also er bringt auch TikToks raus mit, hey, ja, der Song spielt von mir, weil das halt der emotionalste und der Song, der am meisten durch die Decke gegangen ist. Und das ist aber nicht der Fall, und das regt sie natürlich persönlich auf, und deswegen geht sie halt zu Max, und der sagt aber nein. Max arbeitet in einem Altenheim, das von seiner Familie schon sehr, sehr lange geführt wird, und sie sind aber gerade in ein finanzielles Dilemma, also gibt ihr halt ein Angebot oder macht ihr halt einen Deal mit, hey, du nimmst mich auf die Tour, ich spiele mit dir den Song und du bezahlst mich das halt. Und sie entscheidet sich halt dafür, und dann reisen sie halt zusammen mit Tourbussen und alles mögliche, spielen in jedem Stadion, also in sehr vielen Stadien, nicht in allen, aber halt in Amerika. Und ich muss sagen, ich habe die Musik hier wirklich sehr, sehr gut fühlen können, weil es halt ein Buch ist. Wir haben hier auch den Text zu ihren 3 Songs, die sie mal dazwischen, danach oder sonst noch was rausbringt, genau. Da haben wir die Songtexte von diesen Liedern, was super gut ist. Also die Autorin und ihr Mann sind das, haben das wirklich gut umgesetzt. Es ist, also ich muss wirklich sagen, der Mann, der hier, also Max, ich denke mal, der hat den männlichen Part geschrieben, und das war mal so ein männlicher Part, der realistisch war. Man hat da nicht so gedacht, so, oh, also wisst ihr, dieses Übertriebene, wo man sich denkt, so, hey, kein, also nicht, also mein, ich rede jetzt zum Beispiel von meinem Freund, wenn ich ihm das vorlese, hey, und frage ihn so, hey, würdest du auch so agieren oder so ähnlich, würde er sagen, spinnst du? So, sowas macht doch nur, das, sowas kann doch nur eine Frau machen, sowas. Wisst ihr, und das ist halt bei vielen Büchern so, dass man, wenn man ein anderes Geschlecht schreibt, dass man sich nicht so hineinversetzt oder sich denkt, dass der Mann so denkt, und dann ist es aber nicht so. Und hier fand ich das wirklich so gut umgesetzt. Ich mochte Max sehr gerne. Ich habe es auch verstanden, warum sie sich damals vor 10 Jahren getrennt haben, und als sie sich immer wieder näher jetzt kommen, und auch als es zum Showdown kam und wie sie dann wieder alles bereinigt haben, ey, das war so gut umgesetzt. Ich fand auch der Schluss nicht dieses typische Brittany C. Sherry-mäßig Schluss, sage ich mal. Die meisten, die ihre Bücher kennen, wissen, was ich jetzt meine, sondern auch mal anders umgesetzt. Und ja, man kann auch Beziehungen führen mit Superstars oder mit Sängern, sage ich mal, ohne dass man selber berühmt wird oder ist. Und ich fand wirklich, das war ein so gutes Buch. Ich habe manchmal Tränen in den Augen gehabt und gesagt, so, mein Gott, bitte, ihr müsst zusammenkommen, das gibt's doch nicht. Das war wirklich, ja, ich konnte das Buch auch nicht mehr wegkriegen. Deswegen habe ich gesagt, so, nee, ich gehe jetzt noch nicht ins Wasser, ich will noch ein bisschen weiterlesen. Obwohl, wie ich schon vorhin erwähnt habe, ich bin eine kleine Wasserratte. Ich gehe ungern raus, außer natürlich aufs Klo oder trinken. Und selbst trinken vergesse ich, aber aufs Klo gehe ich, wo ich mir denke, so, nee, das kann ich bleibe jetzt da drin, ich will das jetzt weiterlesen. Und dann habe ich auch in der Nacht gelesen, wo mein Freund schon eingeschlafen ist, und ich so, ich muss jetzt weiterlesen. Also ich habe wirklich, zu Hause mal angefangen, ich glaube, ich war auf Seite 70 oder so und habe innerhalb der Thermenzeit das Buch beendet. Ja, das war, also ich habe es geliebt, gefeiert, von mir 5 Sterne. Es war auch wirklich ein gutes Highlight. Ein Roman, der mir wirklich sehr, sehr gut gefallen hat. Ob es jetzt eine Fanfiction ist oder nicht, das ist mir auch vollkommen egal, wenn ich ehrlich bin, weil ich mag zwar Taylor Swift, so ist es nicht, aber es ist mir egal. Das hätte jetzt auch Britney Spears sein können. So. Danach haben wir, ja, nach Korrupt haben wir ja die zweite Leserunde gestartet im Juni, und das war The Darkest Gold, die Rebellen. Was soll ich sagen? Der 4. Band war für mich schon teilweise sehr lange, hat mich teilweise auch, dass unsere Protagonisten so in einem Loch gefangen war und nicht sehr gut rauskam. Und ja, diese Phase von Auren hat mir damals nicht so gut gefallen. Und ich war sehr gespannt, wie es im 5. so sein wird, weil wir ja doch schon wieder fast 700 Seiten hatten, und ich bin nicht enttäuscht worden. Von mir hat das Buch jetzt 5 Sterne bekommen. Ich habe es gemocht. Auren ist da. Ich will jetzt nicht so sehr spoilern, aber ich mochte das Buch wirklich sehr. Wie das hier jetzt gehandhabt wurde mit zwischen Auren und ihrem Partner, sage ich mal, ist sehr gut umgesetzt. Es war jetzt nicht so ein dieses Toxische, was man öfters mal hat bei Fantasy-Büchern, wenn die Protagonisten beschließen, dass sie jetzt zusammengehören, dass die Frau gefühlt nur aufs Klo gehen kann und das dafür braucht sie 10 Männer, um diese zu beschützen, sondern wir wirklich was gut umgesetzt. Die Fähigkeiten von Auren waren super. Wir haben sehr viel von der Königin Marlina gelesen, die Frau von Midas. Die hat eine krasse Wandlung gehabt. Das hat mir so gut gefallen, und wir haben noch andere Protagonisten hier, die einen kleineren Part hier übernommen haben, wo ich auch dachte, bitte lass das nicht so werden, lass es nicht so schlimm werden, gib dem Ganzen ein bisschen Happy End oder so. Und ja, ich habe mitgefiebert, was soll ich sagen, ich habe es geliebt. Ich habe meistens das Buch nur gehört, fast ausschließlich. Ab und zu habe ich gelesen, weil ich ja noch zum Teil, also in der Therme war ich noch, da haben die Mädels ja weitergelesen, und dann wollte ich ja aufholen, und das ging halt mit dem Hörbuch am schnellsten. Und was soll ich sagen, von mir 5 Sterne, ich habe es gemocht, ich habe es geliebt. Das ist ja eine König Midas Adaption, falls ihr den ersten Band nicht kennt, und Auren ist da in einem goldenen Käfig und wird von Midas dort gefangen gehalten, weil sie eine besondere Gabe hat, die er über alles liebt und die er beherrschen will. Und ja, sie muss dann so tun, als wäre Das ist eine Kraft und in Wirklichkeit ist es aber Auren. Und die toxische Beziehung zwischen den beiden, wie sie in den Bändern erzählt wurde, ist so gut. Ich wollte so oft das Buch gegen die Wand schmeißen und den Typen irgendwie ermorden, den es eh gar nicht gibt. Weil es so greifend und gut umgesetzt wurde von der Autorin. Das ist der Wahnsinn. Sie schreibt so gut. Ich bin so gespannt, wie ihre weitere Zukunft aussehen wird, was das Schreiben betrifft. Und ich hoffe auch weiterhin im deutschsprachigen Raum. So, als nächstes habe ich mir ein Buch von meinem Sommersup genommen. Ich habe, glaube ich, im Juni, das ist das einzige Buch, Bad Summer People war auch noch davon. Also eigentlich hat es ja direkt damit angefangen. Ich habe die Bücherbüchsen-Ausgabe, die mega schön ist. Das ist so schwer, das Buch. Ja, was soll ich sagen? Ich habe dem Ganzen 3,5 Sterne gegeben. Der Anfang hat mir eigentlich ganz gut gefallen. Wir haben hier die Protagonistin, wie heißt sie denn? Leni, genau, die in Sylt lebt mit... Sie möchte Schiffsbauerin werden, studiert auch dafür. Und dann haben wir Raphael, der hier Raffi genannt wird, lustigerweise wie meine Katze oder Raffi die Monkey. Habe mich ein paar Mal dran erinnert, so. Ja, was soll ich sagen? Die beiden kennen sich schon länger, vor 5 Jahren gab es auch einen Kuss zwischen den beiden und dann ist aber was Schlimmes passiert und Raphael ist nach Köln abgehauen und ist erst jetzt wieder da, wo er mit seinem Onkel das Hotel neu aufbaut, damit es wieder geöffnet werden kann, weil davor ist halt ein schlimmer Brand passiert und ja, das geht Raphael immer noch sehr nah und was da alles passiert ist, müsst ihr selber lesen, da will ich euch nicht sehr, sehr spoilern. Das konnte ich nachvollziehen, warum er abgehauen ist. Ich muss sagen, der Schreibstil war in Ordnung. Ich fand auch sehr nice, dass sie gesegelt hat, dass sie auf einem Boot unterwegs waren. Aber für mich war das so viel Geplänkel daneben. Dieses ständige Hin und Her zwischen den beiden. Und einerseits sagt er, er liebt sie und dann macht er aber sowas. Ja, sicher kann man Sachen machen, wenn man eine Person liebt, aber dieses permanente und ständige Wegdrücken und nee, das hat mir überhaupt nicht gefallen. Aber die Welt hier drumherum in Sylt und so war schon cool. Auch das auf dem Boot segeln, dass sie Schiffsbauern war, dass man so ein bisschen mehr in diese Schiene reingerutscht ist, so sage ich mal, fand ich mal interessant, war für mich was persönlich was Neues, aber das am Schluss hat mir zum Beispiel auch überhaupt nicht gefallen. Dieses Drama dann, das war, nee, also das ist so ein Drama, das mag ich überhaupt nicht. Und ja, 3,5 Sterne finde ich, ist noch ein solides Buch. Ich glaube, die meisten werden es mögen. Es ist auch wirklich ein sommerliches Buch. Ich fand die Freundschaft zwischen den beiden Mädels und ihrer besten Freundin auch sehr cool. Ich weiß auch, dass es in den nächsten Bänden auch darum gehen wird, aber... ich werde die Reihe nicht weiterlesen. Ich habe den ersten Band von der Liebesbüchse ja damals bekommen, wo ich die Book-Only-Variante noch hatte. Nee, es gab keine Book-Onlys bei Liebesbüchse damals. Dann habe ich an einem Tag weg gehört, und zwar The Last Dragon King. In unserer Lesegruppe haben sich die Mädels so um dieses Buch, wie soll ich sagen, also sie haben das Buch zerfetzt, sagen wir es mal so. Es war dann für mich sehr spannend zu hören, warum das Buch so schlecht sein soll für die, dass ich gesagt habe, okay, eigentlich wollte ich es noch nicht jetzt anfangen, aber ich mache das. Und es hat jetzt wirklich so 320 Seiten, also das geht ruckzuck und wie gesagt, beim Hören war das auch super schnell. Also, der Drachenkönig sucht eine neue Partnerin und reist dann um das ganze Land und sucht da, die Witterer suchen dann die magisch begabten Frauen, die kommen dann, so wie bei Selection ähnlich, zum Königreich, müssen dann bestimmte Aufgaben erfüllen und wichtig ist da, dass sie die Zauberkraft haben genug, damit sie die richtige Partnerin sein können für den Drachenkönig. Die 17-jährige Auren wird auch ausgesucht, obwohl sie darauf gar keinen Bock hat und eigentlich ist sie die Jägerin der Familie, denn ihr Vater ist noch nicht so lange her verstorben und sie hat dann übernommen die Jagd, um wilde Tiere zu erlegen, um dort dann halt das Fleisch zu tauschen oder sowas halt. Nun, darum geht es hier im Klappentext her. Was vielleicht nicht so ganz im Klappentext steht, ist, dass sehr viel darum geht, dass der König einen Erben zeugt. Denn das ganze Buch baut sich halt darauf hauptsächlich auf. Er muss, Erben zeugen, weil sonst was mit ihm und seinem Volk passiert. Das ist halt super wichtig. Das heißt, das ganze Buch spielt wirklich darum, dass er Kinder zeugt. Und Aurens Traum war es eigentlich auch, Kinder zu haben und zu heiraten, aber nicht dafür gezwungen zu werden. Und sie muss sich da zum Teil auch entscheiden, will sie das machen, jemanden heiraten, den sie nicht kennt und vielleicht nicht lieben wird oder lieben tut, oder ja, und sie bekommt dann halt natürlich auch, dass ihre Familie und ihre Schwester und ihre Mutter reich belohnt werden, oder möchte sie lieber ihr altes Leben vorher? Kann sie dann überhaupt auch zurück? Genau, also hauptsächlich geht es darum, ich habe dem Ganzen jetzt 2,5 Sterne gegeben. Das Worldbuilding ist vielleicht hier nicht so ganz ausgeprägt, aber wie soll ich sagen, also 2,5 Sterne ist schon hart, ja. Also der Schreibstil war in Ordnung, man rast so nur durch. Es ist halt sehr vieles nur nicht ganz ausgereift. Also es ist wirklich sehr vieles nicht ausgereift. Das Ganze könnte auch jetzt eine Fanfiction sein. Für den einen oder anderen reicht es auch. Es ist auch, ich finde persönlich auch für die Oldschool-Fantasy-Leser wird das wahrscheinlich auf jeden Fall was sein. Auch wenn es jetzt ein Jugendbuch ist, dreht sich das Ganze hier trotzdem um Erbenzeugen. Ich fand es aber alles nicht so krass schlimm wie die Mädels jetzt so. Ist jetzt, jeder Geschmack ist anders. Trotzdem ist es jetzt für mich auch kein Highlight oder so. Aber ich konnte, also für mich war das nicht so schlimm so. Dementsprechend 2,5 Sterne. Ob ich jetzt den zweiten Band lesen will, weiß ich nicht. Es ist schon ein roter Faden hier, warum man den zweiten Band jetzt kaufen könnte, weil es spielt halt sehr viel um das große Ganze, und dann hat man halt die Pärchen, und das Buch ist auch in sich abgeschlossen, was das Paar betrifft. Aber um den Großen und Ganzen geht es hier noch um eine größere Sache, und die finde ich eigentlich auch spannend. Was soll ich sagen? Es ist halt sonst, ich bin wirklich in einem Zwiespalt, weil hätte ich das Buch jetzt gelesen, ohne dass mir gesagt wurde, dass das Buch so schlecht ist und keine Ahnung was, dann hätte ich es wahrscheinlich mit 3 bewertet. Ja, eine solide 3 hätte es von mir bekommen. Da ich auf sehr vieles aufmerksam gemacht wurde, ist es für mich ein 2,5. Aber es ist für mich bei Gottes nicht nur ein Ein-Sterne-Buch oder noch niedriger, weil man liest sich schnell. Es ist jetzt, als würde man einen Film anschauen und sich sagen, ja okay, ich habe es mir angeschaut, ich bin froh, dass ich nicht dafür ins Kino gegangen bin, aber es war in Ordnung, ihn gesehen zu haben. So ist für mich das Buch jetzt so. Die Frage ist für jeden sich so, will man das? Braucht man das im Regal? Will man da auch weiterlesen? Es sind halt 18 €, also ein Kinobesuch ist, glaube ich, noch knapp günstiger. Aber in einerseits hast du es halt da und den Film halt nicht. Dementsprechend muss es jeder für sich selber wissen, und ja, das ist jetzt meine Meinung dazu. Und dann habe ich ein Buch beendet, das ich schon vor längerer Zeit angefangen habe, und ich sag's euch wirklich, das ist keine... Also der Schreibstil ist halt wirklich nicht so easy. Gefühlt liest du an dem Buch Ewigkeiten. Vor allem auch, weil du hier 40, 50 Seiten lesen musst, bis ein Kapitel mal endet. Was mich so genervt hat. Also ich habe gefühlt so lange in einem Buch gesessen, und das Ganze hatte wirklich nur 317 Seiten. Um Gottes Willen, ich habe so lange dafür gebraucht. Also ich habe es nicht gehört, ich habe es gelesen, komplett von vorne bis hinten, und es war wirklich schwer. Es war wirklich schwer, aber ich wollte es beenden. Wir haben hier 5 Studenten, die aus Tokio sind und einen kleinen Ausflug machen in so ein bisschen in die Berge, und es ist halt dabei ein verregneter Tag, und einer von den Freunden hatte einen Autounfall davor und hat gesagt, er kommt dann später nach, also bitte fahrt ohne mich, ich komme nach. Ja, und sie haben nicht erwartet, dass er noch kommen soll, und haben dann, also er ruft sie dann auf einmal sehr spät in der Nacht an, obwohl es regnet und stürmt und Unwetterwarnung ist, und sagt so, hey, holt mich vom Bahnhof ab. Und dann wird aber halt gesagt so, nein, wir können dich nicht abholen, die zwei Führerscheinleute haben getrunken. Und ja, am nächsten Tag melden die Jungs dann halt einen Unfall und einer von denen ist tot. Ja, er kam halt durch einen Autounfall ums Leben, und zwar ist das Hiroshima, und wir lesen von unserem Protagonisten, der der beste Freund von Hiroshima ist. Er bekommt einen Brief von seiner Freundin zugesteckt, die ihm sagt, hey, das habe ich in der Arbeit bekommen, du erzählst mir nicht alles und die ganze Wahrheit. Und darin stand da, sein Name ist ein Mörder. Und dann hat er ihr die Geschichte angefangen zu erzählen, was vor 3 Jahren passiert ist. Hier genau, eigentlich geht es halt hauptsächlich darum, was ist wirklich daran vor 3 Jahren passiert und wer schreibt dann die ganzen Briefe. Und das war super langatmig. Auf das Ende habe ich schon, also auf wirklich ganz genau die letzte Seite bin ich drauf gekommen, schon viel vorher, wo der es schon gekauft hat, dachte ich mir so, okay, was ist, wenn jemand das nicht essen kann? Ja. Also ich möchte euch nicht so sehr spoilern. Ich habe dem Ganzen 3,5 Sterne gegeben, weil es hier viele Passagen gab, die schon sehr spannend waren, aber auch sehr Alltagsplänkel und sehr langatmig war. Es dreht sich hier sehr, sehr, sehr viel um Kaffee, was ich aber sehr gut fand. Also ich trinke gerne Kaffee, aber für mich ist so, Kaffee ist Kaffee. Ich kenne mich jetzt mit den ganzen Bohnenarten und was weiß ich was überhaupt nicht aus, aber es war richtig cool geschrieben, was für verschiedene Bohnenarten es gab, was das Röstaroma ist, wonach es so ein bisschen schmeckt und so weiter. Das war richtig cool umgesetzt, hat mir Spaß gemacht. Dementsprechend, ich kann es nicht so schlecht bewerten, weil einerseits hatte ich Spaß, andererseits war es halt langatmig und man hat wirklich sehr lang dran gelesen. Dementsprechend 3,5 Sterne, ich bin happy. Ich werde das Buch auch aussortieren, denke ich mal. Oder irgendwo stehen lassen, aber ja, muss ich jetzt nicht unbedingt da haben. Meine Lieben, das war jetzt mal ein längerer Lesemonat. Ich habe sehr viel geredet. Mich würde immer interessieren, habt ihr eins dieser Bücher gelesen? Schreibt es mir sehr gerne in den Kommentaren. Ich bedanke mich, dass ihr zugeschaut habt. Ja, schaltet auf jeden Fall gerne wieder ein beim nächsten Video und ja, bye bye!